Willkommen zum dritten Teil von Reporter Spezial. Heute beschäftigen wir uns mit dem Leben im Alter. Was machen mit unseren Senioren? Ist es eine Idee, pflegebedürftige Menschen zu exportieren, zum Beispiel nach Ungarn? Ein solches Modell gibt es. Oder sind sie bei uns in der Schweiz besser aufgehoben, zum Beispiel in solchen Institutionen wie im Pflegezentrum Bächli? Heidi Isler kam vor gut einem Jahr nach einem Sturz direkt vom Spital ins Pflegezentrum Bächli und war am Anfang todunglücklich. Von einem Moment auf den anderen war ihr selbstbestimmtes Leben zu Ende. Doch Heidi Isler hat sich aufgerappelt. In einem Einzelzimmer und mit ihrem Elektroscooter lebt sie ein kleines Stück Selbstständigkeit weiter. Viele von uns, alle von uns haben die Vorstellung, wie es ist, im Altersheim, im Pflegeheim. Und die wenigsten Vorstellungen sind schön. Aber wenn ich sie anschaue, dann habe ich das Gefühl, man kann auch im Pflegeheim, im Altersheim gut leben. Stimmt das? Es braucht eine Überwindung. Ja. Und sie müssen es von beiden Seiten anschauen. Nicht nur einfach wie im Altersheim. Muss parieren oder so. Sondern den eigenen Willen ein bisschen behalten, auf eine anständige Art. Und wirst du akzeptiert, wenn du etwas Gutes machst und so. Ich habe einen Haufen ältere Leute, die schaurig auf mich zählen. Ja. Oder ich kann ihnen Zeitungen holen. Sie wissen, die Heidi bringt Zeitung oder so. Oder die sagt, komm, wir gehen joggen, gehen kegeln oder gehen Lotto spielen oder so. Da habe ich 90-jährige Frauen, die sagen zu den Enkelkindern, die Frau hat mich noch gelernt, Lotto spielen. So, weißt du. Die Kinder haben zwar einen Hummel gehabt, die wussten, dass ich da rede. Haben sie gesagt, leck Mutter, du mit deiner Gugel, da kommst du noch etwas falsch an, wenn du dann etwas sagst, was nicht sollst, gell? Nein, ich glaube, das kommt nicht falsch an. Das ist geboren, ja, da kannst du auch nichts machen. Ja. Ja, ich bin ein bisschen ein Bohnenkalb. Sonst könnten sie gar nicht sein, wenn sie so daheim. Es sind traurige Sachen, die ich gar nicht, aber ich kann lachen darüber und das gehört zum Leben. Gehört zum Leben. Heidi Isler treffen wir später in dieser Sendung wieder. Ihr neues Zuhause, das Pflegezentrum Bächli, bietet 90 Plätze. Hier werden alte Menschen langfristig gepflegt, aber auch temporäre Bewohner aufgenommen. Zudem stehen Plätze im Bereich Palliativpflege zur Verfügung. Zusammen mit den Standorten Embrach und Nürnsdorf bildet das Bächli in Bassersdorf das Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, kurz KZU. Vis-à-vis von mir sitzt Marlies Petrik. Sie ist Gastgeberin hier im Bächli. Der Schritt von zuhause ins Pflegezentrum. Wie viele von den Leuten, die ihr hier habt, machen den Schritt wirklich geplant? Und wie viele eigentlich nur, wenn es nicht anders geht? Fast alle, wenn es nicht anders geht. Ja. 70-80% der Leute, die zu uns kommen, kommen nach einem Spitalaufenthalt, wo irgendetwas Akutes passiert ist, eine Lungenentzündung, etwas gebrochen. Und das deutet ja darauf hin, wirklich, dass man das eben nicht geplant hat. Man geht nicht in ein Pflegezentrum. Es hat niemand, fast niemand aufgeschrieben in seiner Lebensplanung. Ja. Sondern es ist ein akutes Ereignis. Und das führt die Leute daher. Erleben Sie denn hier im Bächli glückliche Menschen? Oder einfach solche, die resigniert haben? Alles. Sehr glückliche, lebensfrohe. Leute, die auch Neues entdecken, die neue Freundschaften schliessen. Es ist aber auch ein Moment, wo viel Trauer möglich ist. Mhm. Sachen, die man verabschiedet. Liebe andere Bewohnerinnen, die man verliert, weil sie sterben. Also es ist die ganze Bandbreite, wie sonst im Leben auch. Es gibt jetzt immer mehr auch andere Konzepte, oder? Wie man kann leben kann, mhm. So im letzten Lebensabschnitt. Und eines davon ist Pflegeheim im Ausland. Zum Beispiel in Ungarn. Mhm. Wenn Sie das hören, was macht das mit Ihnen? An was denken Sie? Ich glaube, man redet sehr oft, was die Menschen kosten, was sie brauchen für Hilfe und was man für Personal stellen muss. Und wir reden zu wenig darüber, was die Menschen in der Gesellschaft immer noch für eine Bedeutung haben, mhm. was sie auch für einen Reichtum bringen, was sie für eine Lebensgeschichte haben, was sie uns Jüngeren lehren, wo sie uns daran erinnern. Und das will ich nicht exportieren. Der Reichtum will ich weiterhin in der Schweiz haben. Es gibt die Möglichkeit, die Altersheime in Ungarn. Unser Reporter Simon Christen ist an den Plattensee gereist und hat dort den Alltag von Seniorinnen und Senioren ein bisschen neu unter die Lupe genommen.
Nemesbük, ein kleines Dorf, gute 2 Autostunden entfernt von Budapest. Die Altersresidenz Senior Palace, 2014 eröffnet, sieht man von Weitem. Neubauten inmitten einer kargen Landschaft. Es gibt ein Alters- und Pflegeheim mit 50 Plätzen. Und eine kleine Bungalowsiedlung, eine Art Alterswohnungen. Es stehen 12 Plätze zur Verfügung. Bis Ende Jahr sollen es 24 sein. Das Ehepaar Brand hat sich vor einem Jahr hier eingemietet. Wenn Sie wollen, können Sie in Ihrem Bungalow essen. Sie können aber auch runter ins Altersheim, wo es Frühstück, Mittag und Abendessen gibt. Ganz nach Belieben. Walter Brand ist nach einem Hirnschlag und diversen epileptischen Anfällen angeschlagen. Seine Frau Trudi noch fit. Das gefällt uns, das ist bei uns wie daheim. Wo wir sonst waren, nur war man vorher in einem Haus und einfach alles viel grösser. Und jetzt hat man sich verkleinert im Alter und das ist gut so. Und uns gefällt es sehr gut so. Die Wohnform ist also einmalig. Sie können kommen und gehen, wie Sie wollen. Und wenn Sie Hilfe brauchen, können Sie rund um die Uhr auf einen Notfallknopf drücken. Und innerhalb Minuten ist das Personal vor Ort. Die Leute, die hier sind, wir haben das so relativ so ein gutes Verhältnis untereinander, vor allem hier oben in den Bungalow. Und aber unten, auch mit dem Personal, ist, also ich würde sagen, ist super gut. Also wirklich, alle können Deutsch und aufmerksam. Also das in dem Hinsicht nur positiv, kann ich sagen. Es ist nur positiv. Und auch der Preis stimmt. Die Brands zahlen gut 2'000 Franken pro Monat für ihren Bungalow. Ruth Stampfli ist vor 2 Jahren von der Stadt Bern an den Plattensee gezogen. Sie sei mit offenen Armen empfangen worden, sagt sie, und habe sich sofort zu Hause gefühlt. Hätten Sie dann sich vorstellen, in der Schweiz in ein Altersheim zu gehen? Ja, ich hätte mir schon vorstellen. Aber ich muss heute sagen, ich habe manchmal darüber nachgedacht, soll ich nicht, Vorteil, Nachteil. Und ich habe einfach sagen, ich habe hier nur Vorteile. Ruth Stampfli hat ein Wohn-, ein Schlaf- und ein Badezimmer. Die meiste Zeit verbringt sie in ihren 4 Wänden, denn das Gehen fällt ihr schwer. Sie benötigt inzwischen intensive Pflege. Jetzt habe ich gerade gestern eine Abrechnung bekommen. 2.264,45 pro Monat. In diesem Monat. Das ist jetzt der März. Und im Februar ist es vielleicht 100 Franken mehr oder 100 Franken weniger. So einfach. Gerade weiter. Kurs ist, oder? Und was ist denn da alles inbegriffen? Eben. Coiffeur, Fuss- und Nagelpflege und Transport ins Spital, das ist alles drin. Und was ist da noch alles drin? Ja, da ist viel drin. Und der Arzt kommt auch Mittwoche. Gut, da sind die Medikamente, das ist dann noch. Das kommt dann schon separat. Aber das geht dann auf die Krankenkasse. Das zahlt dann die. Und wenn ich denke, in der Schweiz zahlt die das Doppelte. Mindestens. Der Unternehmer Albert Bär hat geschäftlich in Ungarn zu tun und macht einen Zwischenhalt am Plattensee. Es ist bereits sein zweiter Augenschein in der Altersresidenz Senior Palace. Nach seinem ersten Besuch war er so beeindruckt, dass er seine bald 100-jährige Tante umgehend hierher bringen wollte. Wo Sie es ihr gesagt haben, wie hat sie reagiert? Mit Interesse. Vielleicht auch ein bisschen ungläubig am Anfang, weil Ungarn ist natürlich
ihrer Sicht weit weg. Obwohl eigentlich heutzutage mit einem Flugzeug ist man in anderthalb Stunden in Budapest. Und die Distanzen sind nicht mehr so, wie sich das die alten Leute heutzutage noch vorstellen. Bär ist der einzige Verwandte, den seine Tante noch hat. Sie hatte ihm eine Generalvollmacht ausgestellt und ihn als Bevollmächtigten in ihrer Patientenverfügung genannt. Also entschied er in Absprache mit ihr, dass sie ihre letzten Jahre in Ungarn verbringen wird. Jetzt ist ihre Tante ja nicht da. Wieso denn nicht? Es ist ihr untersagt worden. Oder es ist mir untersagt worden, meine Tante aus dem Altersheim, wo sie jetzt in der Schweiz ist, nach Ungarn zu verbringen. Man hat gefunden, das sei unakzeptabel. Ich mache das lediglich aus finanziellen Gründen, um Kosten vom Altersheim zu sparen. Was natürlich überhaupt nicht zutrifft. Es ist sicher ein Aspekt. Aber mir geht es lediglich um die Lebensqualität von meiner Tante. Und ich einfach finde, und das hat sich jetzt auch wieder bestätigt, dass sie einfach höher ist in diesem Altersheim als in dem in der Schweiz. Das Schweizerische ist für mich etwas zwischen einer Klinik und einer Anstalt. Es ist zwar alles organisiert, es ist alles da, aber es fehlt Wärme, es fehlt Persönlichkeit. Bär versuchte gegen den Entscheid der KESB vorzugehen. Erfolglos. Er hat nichts mehr zu sagen. Ein Beistand entscheidet. Das Vormittagsprogramm, ein Ungarischkurs. Na, zuerst kommen wichtige Daten, ja? Einwohner, háromszázötvenötezer, Ungarisch. Adénéni, németül. 355.000. Okay. Das Senior Palace wurde für finanzstarke Ausländer konzipiert. Die Bewohner kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die meisten Ungarn können sich so ein Angebot nicht leisten. Ich bin überzeugt, sie würde sich da wohlfühlen, eben weil es ist heimelig. Die Leute reden miteinander. Ja. Sie liebt Tiere und hat mir gesagt, das werde jetzt ein Streichelzoo werde ich da noch gemacht mit dir, wird vorne gemacht. Aha, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen und da bin ich einfach 100% sicher, dass meine Tante sich da wohlfühlen. Da wird sie sich ganz sicher wohlfühlen. Sie hat natürlich gesagt, ja, muss ich dann da Ungarisch? Dann habe ich gesagt, los, das sind alles Leute aus der Schweiz, aus Deutschland. Ich lehre gar nicht. Ja. Vielleicht, dass es mal eben ein bisschen ungarisches Essen gibt, dass man das noch ein bisschen lernen muss. Ja, ja. In Ungarn herrscht eigentlich akuter Mangel an Ärzten und Pflegepersonal. Für die Einheimischen gibt es in den staatlichen Alters- und Pflegeheimen lange Wartelisten. Eine Pflegerin verdient dort weniger als 500 Euro pro Monat. Im Senior Palace sind die Löhne deutlich besser. Darum wandern die Fachkräfte hierher ab oder ins Ausland. Der Lebensabend in Ungarn hat auch für die Brands Schattenseiten. Sie sind zum Beispiel weit weg von ihren Kindern und Enkeln. Die Enkelin ist schon traurig, ja. Einmal. Wie ist das für Sie, wenn Sie das hören von den Enkeln, dass sie ein bisschen traurig sind, dass sie weit weg sind? Wie ist das für Sie? Es ist jetzt einfach so. Ich kann es nicht ändern. Es ist so. Ja. Aber eben, die hat auch ihr eigenes Leben. Die ist jetzt 24. Also, ja. Einmal einmal. Ja. Man vergisst auch das Grosse nicht. Hm? Ja. Ist doch schön. Ja, es war auch ein gutes Grosse, oder? Ja, es war eben schon ein gutes Grosse. Ja, es ist immer noch. Doch. Ja, auch aus der Entfernung? Ja, sicher. Ja. Bär will ein guter Neffe sein und das tun, was seiner Meinung nach das Beste für seine Tante wäre. Aber er laufe ins Leere, erzählt er Arthur Frank, dem Geschäftsführer des Senior Palace. Ich habe den Beistand offeriert, hierher zu kommen, sich selber ein Bild zu verschaffen. Und ich habe gesagt, also wenn das für ihn kein Interessenkonflikt wäre, würde ich ihm das gerne bezahlen, die Reise. Das ist überhaupt auf kein Interesse gestoßen. Und da habe ich natürlich ein Problem mit einer solchen Haltung, oder? Wenn man nicht etwas kritisiert, ohne es zu kennen und nicht bereit ist, sich überhaupt ein Bild geben zu lassen oder sich selber ein Bild zu machen von einer Situation,
dann finde ich das eigentlich völlig unakzeptabel. Ja. Sogenannte Gymnastikraum, ja, oder Rehabilitationsraum. Hier haben wir einen Nürnberger Käfig. Arthur Frank, gebürtiger Deutscher, hat eine Marktlücke entdeckt. Seine Firma Senior Palace hat inzwischen Filialen in mehreren ehemaligen Ostblockstaaten. Ein Wachstumsmarkt. Ist er sich sicher? Hallo. Wie geht's? Beschissen. Beschissen? Was hast du? Dass man nicht übertreibt. Dass man nicht übertreibt. Auch hier ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das Ehepaar Brand auf dem Weg zum Mittagessen. Dass die beiden in Ungarn im Altersheim gelandet sind, ist kein Zufall. Sie hatten hier seit langem ein Ferienhaus. Irgendwann ließen sie sich früh pensionieren und wanderten nach Ungarn aus. Und als Trudi Brand ihren Mann nicht mehr allein betreuen konnte, sind sie geblieben. Sie mögen die ungarische Lebensfreude, das Klima und auch das Essen. Kartoffelsuppe. Ein Löffel. Ihre Tischnachbarn, beide Deutsche, sind skeptischer. Oft sei es fad. Es fehle die Schärfe. Hast du es nötig, heute Nachmittag scharf zu sein? Sicher. Wenn ich eine finde, ist erledigt. Funktioniert auch die Völkerverständigung? Die funktioniert schon. Wenn wir selber etwas reden zusammen, reden wir die Mundart reden. Und dass sie nicht alles verstehen und sonst tun wir Hochdeutsch reden. Aber ich glaube, sie verstehen mittlerweile auch ein bisschen Schweizerdeutsch. Gell? Ja, wenn ich mal wild werde. Ruth Stampfli ist im Moment zu schwach für den Weg in den Speisesaal. Viele Tiefs. Mittagessen. Ja. Sie ist in ihrem Zimmer. Guten Appetit. Danke sehr. Man muss sich halt einfach anpassen. Es gibt manchmal Sachen, wo ich auch nicht weiss, was es überhaupt ist. Weil wir sie einfach nicht kennt haben, oder? Dann muss man halt fragen, was ist jetzt das? Oder dann gibt es die Auskunft und dann weiss man, jetzt hat man das und das gegessen, oder? Es gibt schon Sachen, die wir nicht kennen. Wieso denken Sie denn, dass man sich anpassen muss? Ja, das war ja bei uns das Gleiche. Wenn ein Fremder kam, hat es geheissen, der soll sich uns anpassen. Und wir sind jetzt halt hier fremd und müssen uns halt hier anpassen. Jeder Senior sollte sich ernsthaft überlegen, seinen Lebensabend im Ausland zu verbringen, meint Albert Bär. Da hast du eine Osterglocke. So lasse sich verhindern, dass im Alter das ganze Vermögen aufgebraucht werde. Wir haben auch eine gesellschaftliche Dimension da, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Früher haben die Eltern den Jungen eine Starthilfe geben für ihre Zukunft, ihre berufliche. Und da riskieren wir, dass sich das umkehrt. Dass effektiv die Jungen heute die Alten unterstützen müssen, direkt oder indirekt. Und das Geld fehlt nachher den Jungen, um einen Start ins Leben überzukommen. Dass Ruth Stampfli hier landete, hat damit zu tun, dass ihre Tochter in Ungarn lebt und sie ihre Mutter so zusammen mit hiesigen Verwandten regelmäßig besuchen kann. Schon der Raum, den sie hat, Mutter. Sie hat zwei Zimmer für sich zur Verfügung. Und vor allem, was mich einfach hier täuscht, Betreuung. Die Frauen, die Schwestern, die haben Zeit. Die können ja mal herhocken, können ja mal ein paar Worte reden mit ihnen. Und das ist hier ist nie Hektik. Also ich bin so viel da, ich habe noch nie Hektik erlebt hier drin. Wir sind wieder zurück hier im Pflegezentrum Bächli. Und bei mir ist Albert Bär. Wir haben sie gerade vorher kennengelernt in unserer Reportage. Und auch bei mir sind Vreni und der Werner Fetsch. Muss man vielleicht noch sagen, wir sind nicht verwandt miteinander. Reiner Zufall. Vreni Fetsch, die lebt seit anderthalb Jahren hier im Pflegezentrum. Sie hatten eine Paraplegie und darauf noch schwere Lungenentzündung. Und sind hier
sind Sie eigentlich da? Jetzt haben wir miteinander den Film angeschaut, ein Alterszentrum in Ungarn. Könnten Sie sich das vorstellen, dort zu leben? Nein. Warum nicht? Ich hätte Heimweh nach der Familie und nach der Umgebung. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Haben Sie das überhaupt gewusst, dass es ein solche Alterszentren gibt? Es gibt in Ungarn, es gibt aber auch zum Beispiel in Thailand. In Thailand habe ich schon gehört, dass es das auch gibt. Und wir kennen die Typen, die dort war. Ah. Aber dann hat es gar nicht gefallen, der ist gleich wieder heimgekommen. Jetzt reden wir mit dem Albert Beers. Sie finden eigentlich Preis-Leistung, wenn man es jetzt mal so will sagen, stimmt in Ungarn für Sie besser als in diesen Pflegeheimen, die Sie Wenn man das nüchtern ökonomisch würde anschauen, absolut, ja, 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 sicher. Ja. Ja. Darf das in diesem Thema eine Rolle spielen? Also darf es eine Rolle spielen, wie viel das jemand kostet im Alter? Muss es eine Rolle spielen? Nein, müssen nicht. Das muss jeder mit sich selber abmachen. Weil, wenn man jetzt Kind hat, beispielsweise, oder? Und sich dann muss überlegen, wenn man jetzt das ganze Vermögen aufbrauchen im Altersheim oder wenn man nach Ungarn gehen und dem Kind am Schluss noch etwas hinterlassen können. Ja. Das wäre so eine Konfliktsituation im Grunde genommen. Oder? Mhm. Aber das muss die Familie in der Familie ausmachen. Mhm. Muss man sich auch für die Gesellschaft überlegen? Also wir alle... Also meiner Meinung nach, ja. Mhm. Oder? Also, aber die einen schauen einfach für sich, oder? Und andere Leute haben fühlen, dass sie auch eine gewisse gesellschaftliche Verpflichtung haben. Das Geld, das ist das für Sie ein Thema? Ja, ja, sicher. Was diskutiert man da miteinander? Ja, es gibt Ergänzungsleistungen. Das ist... ist nicht einfach, um das einfach so akzeptieren. Dass man da braucht. Wenn man immer geschafft hat. Und. Ja. Und. Ja, nachher muss man so auf die Knie fast, dass man ein bisschen etwas überkommt. Also, da verletzt einem da auch in seinem Stolz. Mhm. Wenn man merkt, es langt eigentlich gleich nicht mehr. Und im Alter muss man dann plötzlich quasi Bitti-Betti machen. Mhm. Mhm. Ja. Und es geht so schnell. Also, das Gesparte, das wir hatten, das ist eigentlich aufgebraucht. Also, zuerst braucht es alles Geld, das man hat. Und erst dann gibt es Ergänzungsleistungen. Wie ist das für Sie? Also, irgendwann ist der Moment ja auch gekommen, wo Sie sich entscheiden müssen. Muss Vreni ins Altersheim oder kann sie noch daheim wohnen bleiben? Haben Sie den Moment auch extra rausgezögert wegen dem? Oder wie haben Sie den Entscheid gefällt? Nein, das ist vom Spital ausgekommen. Du warst dann 2-3 Mal im Spital. Gewesen. Und dann hat es einfach geheißen, es geht nicht mehr daheim. Mhm. Sie muss mal temporär in ein Pflegeheim und schauen, wie es dann weitergeht. Und dann hat es einfach geheißen, es geht nicht. Für sie ist, also für mich ist das zu viel. Ich bin auch gesundheitlich angeschlagen. Und dann ist es schon noch schwierig, um es zu akzeptieren. Mhm. Für wer von Ihnen beiden war der Schritt schwieriger gewesen? Ja, sicher für dich. Ja. Um von zu Hause auszuziehen. Ja, und das so ein bisschen zu wissen. Dass ich da wahrscheinlich gar nicht mehr rauskomme. Mhm. Weil ich bin jetzt 76. Und ich glaube nicht, dass ich da wieder rauskomme. Also das ist so eine Endstation. Ja. Und zum Glück kommt mein Mann Alltag. Das ist erträglicher. Mhm. Wir können etwas unternehmen am Nachmittag. Die Tochter kommt viel. Also, das ist sehr angenehm und ich habe viel Besuch. Mhm. Was wünschen Sie sich? Vielleicht auch von der Gesellschaft, für Menschen wie Sie, die im Pflegezentrum leben? Also, dass ich respektiert werde, so wie ich bin.
und nicht irgendwie als Krüppel angeschaut werden. Dass ich noch denken kann und dass ich gerne mitentscheide. Haben Sie das Gefühl, das ist so? Lässt man sie mitentscheiden? Ja, aber ich hoffe, das bleibt auch. Ja. Merci vielmals, dass Sie heute bei uns waren. Alles Gute. Und wie der Pflegealltag aussieht, da wollen wir uns selber ein Bild davon machen. Unsere Reporterin Helen Arnett, die war mit der Kamera dabei. Und heute haben wir sogar schönes Wetter, he? Schön, Sonne scheint. Der Arbeitsort von Reiko Schulz ist kein normales Pflegeheim, sondern eine geschlossene Demenzabteilung im Pflegezentrum Embrach. Frau Meier. Guten Morgen, grüezi. Ja. Wie geht's? Ja. Ja. Frau Meier, ich tu noch mal zudecken, die Beine. Ja. Einfach, dass Sie sich nicht erschrecken. Hä? Ja. So. Bis später, Frau Meier. Ja. Manchmal haben Sie jetzt Ihre heute schon guten Morgen gesagt. Das ist jetzt das dritte Mal. Aber auch das dritte Mal, dass sie angefangen hat zu lächeln. Und das ist genau das, warum ich das eigentlich auch mache. Weil ich weiß, mit 2 Minuten Investition fühlt sie sich sicher, fröhlich und denkt, das sind so, das nennt man bei uns so diese ritualisierten Begegnungen. Und damit kann man sehr, sehr viel Sicherheit vermitteln. Schauen Sie, Herr Ruf, da können Sie da aufs WC. Ja, ja. Herr Ruf, ich tue schnell Worte. Raus, ich komme gleich. Demenzkranke Menschen leben in einer eigenen Welt. Herr Ruf, sind Sie schon fertig? Die Arbeit mit Ihnen ist ein ständiges Erahnen von Bedürfnissen und Erfüllen von Grenzen. Man kann es bei den Menschen merken, die jetzt in der Demenz noch nicht ganz so weit sind. Da merkt man oft auch, dass sie sich schämen, oder? Dass das Schamgefühl sehr stark ausgeprägt ist. Und das ist ein sehr sensibles Thema, wo man wirklich auch sehr behutsam mit umgehen muss. Und auch sich wie so langsam rantasten, wann ist wirklich Hilfe auch gewollt. Ich komme grad. Wo Worte ihren Zweck verfehlen, wird Einfühlungsvermögen umso wichtiger. Meister gänzen la tassa a rappa 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 da 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 da. Können sich da auch noch sitzen. Hm? Ja. Können Sie da zum Bett laufen? Ja, ich weiß nicht. Ob das richtig ist. Wollen Sie es probieren? Ja. Das ist ja. Mhm. Wollen Sie sich denn mal ansitzen? Ja. Schauen Sie, können sich da gerade ansitzen. Ja. Nur langsam. Genau. Was ist das für ein Gerät? Für was braucht man das? Das benutzen wir eigentlich hauptsächlich für Bewohner, die nicht mehr alleine stehen können. Hier aber in der speziellen Situation, die ich jetzt vorbereite, benutzen wir das auch, um ein bisschen die Sicherheit zu gewährleisten. Wir haben einen Bewohner, der öfters auch aggressiv reagiert. Und da ist genau das Problem, dass er zum Beispiel in einem Moment das Gleichgewicht verliert und nicht stark kann, wie ihn heben wollen, aber er in dem Moment eventuell uns dann in den Arm beißt oder uns boxt. Gott's. Gut aussehen. Ja. Ich passe da ein bisschen auf den Kopf auf. Und deswegen benutzen wir das in dieser Situation, um für ihn und für uns die Sicherheit zu gewährleisten. Nachtschicht im Pflegezentrum. Ein Notruf aus einer anderen Abteilung. Ist er um, Kate? Ja. 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 Wir versuchen Ihnen gleich zu helfen, Herr. Machen uns erstmal ein bisschen Platz. Können wir dann von hinten ran. Einer ist an dem Bein und du kommst am besten auf die andere Seite, oder? Ja. So, lassen Sie die Beine am Boden. Ja, warte mal kurz. Ja, warte, jetzt wird er verrückt. Warte. Er sieht uns als Bedrohung an. Versuchen Sie mal aufzusitzen. Sehr gut. Das wird wieder gut, gell? Ja. Ja. Der Weg ins Pflegeheim ist eine Einbahnstraße. Happy Ends sind für Außenstehende nur schwer vorstellbar. Happy Ends sind für mich
Zum Beispiel, wenn jemand im Sterbe liegt und er hat keine Schmerzen, er wird gut betreut, die Angehörigen werden gut betreut. Man schaut und macht, was man kann. Das ist für mich auch ein Happy End und das ist vielleicht auch so ein Happy End vom Leben, oder? Wenn man, wie gesagt, ohne Schmerzen gehen kann. Und mit der Einbahnstraße ist halt immer so eine Sache. Ich finde, auch auf der letzten Fahrt sollte man wirklich auch gut betreut werden und man freut sich immer über einen freundlichen Schaffner. Reiko Schulz, wenn man jetzt das so gesehen hat, also sie scheinen wirklich die personifizierte Geduld zu sein. Aber wenn die Fernsehkamera nicht dabei ist, Hand aufs Herz, können Sie sich auch so viel Zeit nehmen für Ihre Patienten? Ja, ich glaube, das geht nicht nur mir so. Es ist, denke ich, auch von meinen Kollegen, dass es wirklich nicht immer so ist wie im Film. Wir versuchen natürlich immer, da zu sein für unsere Bewohner. Und das ist auch ganz wichtig, weil sie merken auch, wenn wir keine Zeit haben. Das heißt, sie sind dann gar nicht zufrieden oder sie brauchen dann auch noch mehr Zeit, weil sie das eben spüren. Und wir versuchen das, was wir machen können. Es ist nicht jeden Tag gleich, würde ich sagen. Für viele Leute ist die Vorstellung, dass sie irgendwann einmal dement werden und auf so einer Station sind, wie Sie jetzt eine haben, das ist für die der Horror. Sie selber, Sie haben immer zu tun mit Leuten, die dement sind. Ja gut, ich glaube, das ist furchtbar. Oder wie erleben Sie das? Also wenn wir selber uns die Frage stellen, möchten wir dement werden, glaube ich, wird keiner sagen, okay, ja, das ist alles ganz gut und das wird dann schon irgendwie. Na, ich denke, es gibt so bestimmte Phasen auch in der Demenz und ich glaube, ganz am Anfang, wo man das selber sehr realisiert, ist es extrem schwierig für die Menschen und auch mit sehr viel Verlust hat es zu tun, mit sehr viel Angst. Und ich denke, nachher, wenn die Menschen doch ihre Fähigkeiten noch mehr verloren haben und es vielleicht selber gar nicht mehr so realisieren, dann fängt es extrem aber auch schwierig an, für die Angehörigen zu werden. Und das ist dann so, wo wir manchmal so Situationen erleben, dass der Mensch mit seiner Demenz vielleicht doch ganz glücklich ist, aber die Angehörigen sind sehr, sehr traurig, weil sie den Bezug verlieren und weil sie immer mehr Mühe haben, einen Zugang zu finden zu dem Menschen, den sie doch so lange schon kannten und der sich dann doch verändert. Ja. Sind Sie nur traurige Leute quasi bei Ihnen oder Leute, die Sie das Gefühl haben, das ist jetzt noch die letzte Meile? Ja, eben. Ich empfinde es gar nicht so, wie die Vorstellung so geprägt ist, dass gar nichts läuft, dass die Leute einfach nur sitzen und gar nicht mehr miteinander reden. Ich habe eher das Gefühl, es passieren auch ganz, ganz spannende Sachen auf einer Demenzabteilung, ganz viel witzige Sachen auch. Auch die Leute lachen viel. Das ist Realität und man kann auch gemeinsam lachen, miteinander lachen. Und das sind dann die schönen Momente, wo man auch merkt, dass man den Menschen in dem Moment dann doch etwas gegeben hat. Und so ein Lächeln ist so wie das beste Ergebnis, was man haben kann. Wir wissen, wir werden immer älter. Pflegenotstand, das ist nicht nur ein Wort, das ist zum Teil schon Realität. Wie schauen Sie so unserer Zukunft entgegen? Also wenn wir beide irgendwann mal mit Pflege werden, sind das Pflegeroboter, die wir denn da haben? Ja, ich denke, wir werden es sehr schwierig haben mit Pflegerobotern, weil wir es einfach nicht gewohnt sind und das wahrscheinlich auch nicht zu unserer Kultur gehört. Das könnte sicherlich eine Lösung sein für andere Kulturen. Das gibt es schon, aber ich denke, das sollte nicht die Entwicklung sein. Ich denke, wir müssen mit Hilfsmitteln schaffen, auch mit Technologien, die uns helfen. Aber die Menschen wird es immer brauchen. Und vom Pflegenotstand, ich denke, jetzt spürt man es immer mehr. Einfach, dass die Pflegefachleute schwieriger zu rekrutieren sind. Ja. Das ist auch gerade für den Langzeitbereich. Es ist mühsam. Viele wollen eben ins Spital und im Spital wird alles immer so schön dargestellt. Und der Langzeitbereich muss kämpfen, dass sie gute Leute bekommen. Und das ist eben auch, das ist ein kleiner Aufruf, oder? Es passieren ganz spannende Sachen und es sind ganz komplexe Situationen, auch im Langzeitbereich. Und dafür braucht es extrem gute Leute. Danke vielmals, Reiko Schulz. Und gleich würden sich wahrscheinlich die meisten Menschen wünschen, dass sie nicht von Ihnen, sondern vielleicht lieber die Heim gepflegt werden. Weil das ist ja so die Vorstellung, die viele von uns haben. Man will so lange, wie es irgendwie geht, die Heim bleiben. Aber dass das möglich ist, braucht es Angehörige, die anpacken. Und wir stellen Ihnen zwei davon vor. Eine Frau, die ihren Mann pflegt und einen Mann, der seine Frau betreut. Louis, komm, wir gehen rauf. Bisschen gut. Du aufstehst. So. Grazia Lienherr und ihr Mann Louis. Sie ist 73, er 77 Jahre alt. So, schau. Zeig mal den Daumen. Ihr Mann hat gar nichts, Frau Lienherr. Nein.
schon länger nicht mehr. Hin und wieder kommt ein Wort raus, aber wenn ich Antwort bekäme, wäre ja vieles einfacher. Jetzt bist du wieder in der Ordnung. Komm. Die Diagnose Alzheimer kam vor 2 Jahren, gerade als sich Louis Linher von seinem Speiseröhrenkrebs und seine Frau Grazia von ihrem Brustkrebs erholt hatte. Mit dem Stift kannst du hier etwas zeichnen und das hat eine Farbe vorgekommen. Probier mal. Er hat früher richtig gut zeichnen. Ja. Und jetzt geht das nicht mehr. Wie ist das so für Sie, einfach den Abbau zu beobachten? Das ist immer dann bei mir noch ein bisschen mit Wut gemischt, wo mich anspornt, ihm noch so viel wie möglich zu geben. Wut auf was? Auf die Krankheit, auf den ganzen Blödschmist und überhaupt. Und dann werde ich eben auch ein bisschen trotzig und sage, Sandy, jetzt erst recht, das packen wir. Und ich habe meinem Mann gesagt, komm du, auch das packen wir noch. Hedi Schmid und ihr Mann Freddy, 73 und 75 Jahre alt. Nimm es noch. Für was sind die alle, die Tabletten? Nee, gib mir es. vom Arzt. Also gegen Alzheimer sind drei Tabletten sind gegen Alzheimer. Dann hat sie noch für die Leber, sie hat für Depressionen, sie hat für den Magen hat sie Tabletten, ja. Ja, das ist etwas anders. Hedi Schmid hat Alzheimer bei ihrer Mutter und ihrer Schwester miterlebt. Ich kann es nicht ändern. Aber es macht sie schon traurig, oder? Ja, aber ich stehe da schon wieder auf. Mal, sie ist manchmal schon traurig. Sitzt sie da und und ich merke, wie traurig das ist. Ja. 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 Aber wir stellen dann den anderen mich wieder auf. Ja. Dann geht es wieder gut. Du musst zwischen einen Schluck trinken. Dann musst du es aber ablecken. Nimm beide Hände, es ist ein bisschen. Ja, du trinken. Den hast du gern. Haben Sie ihn noch gleich gern wie früher? Ja. Du hast gemacht. Mach weiter. Ja. Einen Tag pro Woche verbringt Hedi Schmid in der Tages- und Nachtklinik in Embrach. Wieder schauen. Vergnügen. Ja, danke. Bis nachher. Ja. 2 Vormittage trainiert sie in der Memory-Klinik in Gladbruck. Kleine Zeitinseln für ihren Mann Freddy. Was bedeutet Ihnen die Stunde hier allein im Haus? Dass ich nicht doppelt trinken muss. Nicht für die Frau und für mich. Sondern nur für mich. Einfach für mich kann sein. Kann sein, wie ich will. Ja. Es ist mein Mann und ich möchte für ihn noch so viel Gutes wie möglich. Meine 43 Jahre kann man nicht einfach wegschieben. Sie sind ihm das schuldig? Nein. Ich bin niemandem etwas schuldig. Ich habe immer gemacht, was ich konnte. Aber ich will das für ihn. Komm, hier laufen. Hey, mit mir. Den können wir nicht einfach losstehen. Fest. Nochmal. Hier laufen. Mal bis zum Garten führen. Upsla. So, komm. Beziehungen sind ja immer ein Geben und ein Nehmen. Ja.
Wie gehen Sie damit um, dass Sie nur am Gehen sind? Zwischendurch nehme ich mir ja eine Auszeit und dann kann ich kompensieren mit etwas, das mir wichtig ist. Und kann er Ihnen auch noch etwas geben? Nein. So gesehen nicht. Aber ich weiss, wenn er könnte, würde er. Das weiss ich. Ich kann aus gesundheitlichen Gründen, ich bin selber gesundheitlich angeschlagen. Ich habe COPD, ich habe Zucker, ich habe einen Herzinfarkt gehabt letztes Jahr. Ich mag ihn nicht mehr so. Und ich eigentlich mehr übernehmen, ist für mich schwierig, oder? Also, vor allem alles, was körperlich ist. So. Stettina. Unten. In die Holzkiste. Ah. Nein, in die Holzkiste. Da. Jetzt bin ich am Überlegen, oder, ob ich eine Haushalthilfe zutue. Aber eine Haushalthilfe, das ist eben wieder das Problem. Die übernimmt dann natürlich die Sachen voll. Klasse. Und dann kann sie es nicht mehr. Ist das gut? Und was macht sie denn, oder? Oder bis jetzt, wenn ich zum Beispiel dann auch Sachen dann voll übernommen habe, ist sie in die Ecke hineingekommen und hat angefangen zu brüllen. Und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Mhm. Aber nicht wieder einschlafen. Du musst einfach ruhig haben. Ich mache so fein wie möglich. Louis Linher war Kadermitglied einer Grossbank. Grazia Linher war für die beiden Söhne da. Da, nein, da darfst du nicht anlängen, du weißt das. Lass den Zystofix in Ruhe, sonst wird die verrückt. So, nicht anlängen, bitte. Ich glaube, du bist müde, vor schon im Zeug rumtorkeln. So. Da die Hebe. Nein, es ist nicht lustig. Nicht, dass du wieder umgehst. Da, geht doch. 16,90. Ja. Einkaufen als Gedächtnistraining beim Ehepaar Schmid. Herr Schmid, ja. Das machen Sie bewusst, oder? Ja. Ja. Warum? Zum Trainieren. Ob sie die hinten noch weiss, welche Nummer. Und ob sie sich nicht vertrüllen. Oder? Das passiert manchmal. Ja, ja. Also. Was ist gekommen? Gurke? Nein. Eben? 96. 96. Okay. 40. Okay. 40, genau. 40. Gut. Haben wir das Kind halbig. Heute Abend übernimmt Karin Walser vom Entlastungsdienst Schweiz. Grazia Linher geht ins Theater. Er ist müde, ja. Jetzt habe ich hin. Kannst du mal schauen? Salut, Louis. Ich bin Karin. Also was Grazia da auf die Beine stellt, also ich bewundere sie für das. Und dass sie dann doch immer noch die Fröhlichkeit hat. Und sie macht dann manchmal auch Witzli mit dem Louis. Nein, es ist wirklich, ich bewundere es sehr. Für jeden Schritt, den ich mache, zahle ich. Aber es geht schon darum, dass ich meine Zeit, mein Leben lebe. Nächste Woche gehen wir dann zusammen aus. Gehen wir in die Ausstellung. Gell? Also, Karin macht dir das Nacht. Tschüss. Ciao, ciao. Mach's gut. Die Krankheit hat aus Hedy und Freddy Schmid ein eingespieltes Team gemacht. Wir sind uns näher gekommen. Ich habe mich noch frisch verliebt. Ist das jetzt auch der Grund, dass Sie jetzt zu ihr schauen? Ja, ich will ihr etwas zurückgeben. Von dem, was sie in die Familie hineingegeben hat.
möchte ich etwas retourgeben. Also vieles ist Liebe. Ich habe meine Frau Schauri gern. Ich sage nochmals immer, sie ist das Beste, was mir passieren konnte. Im Leben. Ja. Ist aber auch Dankbarkeit für das, was sie gebraucht hat. Ja. So. Wir haben mal darüber geredet. Es ist noch nicht so lange seither. Eben wenn es mal nicht mehr zusammengeht. Und dann hat sie gesagt, weißt, ich bin so froh, dass ich dich habe. Du schaust mir so gut und so. Und dann sage ich, weißt, ich habe ein Ziel, dich zu überleben. Okay. Bitte. Danke genau. Wer Angehörige zu Hause pflegen, muss dabei auch an sich selber denken. Weil wenn die Pflegenden irgendwann an den Rand ihrer Kräfte kommen, dann ist niemandem gedient. Angebote wie die Tages- und Nachtklinik hier in Embrach, die sollen mithelfen, um genau das zu verhindern. Die Tages- und Nachtklinik in Embrach ist spezialisiert auf die Pflege von dementen Menschen. Angehörige können Demenzkranke hier zu ihrer Entlastung für temporäre Aufenthalte unterbringen. Für Ferien oder einzelne Tage. Die Tages- und Nachtklinik bietet 16 temporäre Plätze und ist an 365 Tagen geöffnet. Grazia Linherr, ich glaube, viele Leute, die jetzt auch vorher die Reportage gesehen haben, bei Ihnen zu Hause, die denken das Gleiche wie ich, nämlich, das könnte ich nicht. Was die Frau Linherr macht, das würde ich nicht schaffen. Ich kann das, weil es mein Mann ist. Also, es sind schon noch Emotionen im Spiel. Bei den Söhnen könnte ich es auch noch, aber ich glaube, in diesem Rahmen hat es dann ja. Aber es hat den Moment gegeben, wo sie gemerkt haben, ganz allein geht es nicht mehr. Ich brauche Entlastung, ich brauche eine Tagesklinik. Wann waren sie so weit, um zu sagen, jetzt suche ich mir Hilfe? Als ich wusste, dass er Alzheimer hat, ja. Dann habe ich gewusst, jetzt bessert nichts, jetzt muss ich schauen. Haben sie das für ihn gemacht oder eher für sich? Eigentlich war das schon auch für mich, aber ich habe geschaut, dass es für ihn stimmt. An einem guten Ort gibt es auch Leute, die ein ganz anderes Gefühl haben. Nämlich, dass sie das Gefühl haben, sie dürfen ihre Angehörigen quasi abschieben oder was ihnen schwerfällt, um es an so einen Ort zu bringen. Wie erleben Sie das? Ja, ganz häufig. Also so das Versprechen von «Man schaut einander» ist in Partnerschaften extrem präsent. Und ich glaube nicht, dass man ursprünglich gemeint hat, man gibt so viel, dass man sich fast ausbeutet und selber am Boden liegt. Mhm. Aber das Gefühl, ich will für meinen Partner da sein und ich will doch das können leisten, das ist sehr stark. Und so fast ein bisschen Schuldgefühl im Sinn von, jetzt brauche ich Hilfe, es geht doch nicht. Wie ist es, ohne Menschen wie Frau Lienherr oder auch Herr Schmid, den wir vorher auch gesehen haben, würde unser Gesundheitssystem zusammenbrechen? Ja, das kann man so sagen. Das grösste Pflegezentrum ist nicht das Pflegezentrum, das es gibt, oder in der Schweiz, sondern sind die Angehörigen. Das ist immer noch so. Das ist immer noch so. Und ich glaube, dass es gesellschaftlich auch je länger, je mehr und immer noch wichtig ist, dass man das anerkennt. Wie ist das, Grazia Linherr? Sie haben Ihren Mann zu Hause. Sie haben ein paar Mal Unterstützung. Was denken Sie, wann ist der Moment, wo Sie sagen, da geht nichts mehr, um in die Heim zu pflegen? Wir leben eigentlich von Tag zu Tag. Und ich sehe, wenn ich krank werde, wenn ich es kräftemässig nicht mehr mag. Weil es ist ja auch ja, schon ein bisschen kräfteintensiv bei dir. Da wird dann auch wieder spontan nach Situation gehandelt.
Wie ist das, wenn er zum Beispiel in eine Tagesklinik geht? Was denken Sie, wie fühlt er sich dort? Kommt er da mit über, wo er ist? Das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube schon, jetzt weiss er, es ist ja immer das Gleiche. Jetzt weiss er, wie es läuft. Am Anfang war es ein bisschen schwieriger, oder? Er war ein bisschen verunsichert. Ich glaube, er hat nicht so recht gewusst, was passiert. Ja. Wie war das für Sie, als Sie das gesehen haben? Dass er. Ich habe einfach dann nachher gedacht, ich hole ihn ja wieder. Und eben habe gehofft, dass es sich einspielen wird. Und das hat sich dann auch. Älter werden, alt werden, das weiss man ja. Das ist nichts für Schwächling. Mhm. Da fordert einem ein bisschen raus. Wie erleben Sie das? Also Toni Fries, die berühmte Schweizer Malerin, hat mir als Widmung in ein Buch, sie hat nicht gewusst, wer ich bin, hineingeschrieben: Courage pour l'âge. Mut fürs Alter. Und ich nehme es für mich auf zwei Seiten. Für das Alter, für mich, für meine Mutter, für die Familien, also das Älterwerden. Ich glaube wirklich, das braucht Mut. Auch Neues zu entdecken, anders. Geht genau. Vielleicht nicht mehr alles gleich, aber anders. Aber ich nehme es auch für mich, wo jetzt angestellt bin im Gesundheitswesen, dass mir gute, kreative, eben maßgeschneiderte Sachen bringen für die Leute, die das brauchen, nicht einfach auf diesen alten Muster rumhocken, wie wir es vor ein paar Jahren gemacht haben. Also, dass wir auch da mutig sind. Und für mich ist das ein total wertvoller Spruch geworden. So Courage pour l'âge. Ich glaube, das brauchen wir als Einzelpersonen und auch als Gesellschaft. Der Herr Lienherr und Frau Schmid, die haben Glück, sie können zuhause sein, weil sie zuhause gepflegt werden können. Aber wenn ein Mensch ins Pflegeheim muss, dann ist das auch für die Angehörigen ein richtig grosser Schritt. Und Claudia Knöpfel begleitet sie auf diesem Weg. Und sie weiss auch, was Angehörige in so einem Moment beschäftigen und was ihnen durch den Kopf geht. Claudia Knöpfel ist Beraterin von AIDA Care, der aufsuchenden individuellen Demenzabklärung und Beratung. Bei ihren Besuchen in den Wohnungen von Kranken und ihren Angehörigen hört sie Geschichten von Menschen in höchster Not. Anonym erzählen uns zwei Betroffene stellvertretend für viele andere von ihren Sorgen und Nöten. Ich war am Ende so mit den Nerven, keine Geduld mehr. Ja, ich sage es jetzt wirklich, ich habe mir was weggeschlagen und kloppen und das war wirklich nicht mehr schön. Und ich mich selber nicht mehr kennt. Und dann habe ich gefunden, jetzt muss einfach etwas gehen. Der Schwiegervater wollte auch nie wahrhaben, dass er ein Problem hat. Nicht wahrhaben, dass seine Ehefrau ihm hilft, wenn sie ihm sagt, was er zu tun hat oder wenn sie ihm irgendwie etwas helfen will. Ich habe anfänglich auch mit meinen Kolleginnen noch über das geredet. Und das war auch ein Punkt, dass die dann gefunden haben, ja, was hast du eigentlich? Man merkt es ja gar nicht, man merkt es nicht, oder? Ich reagiere gut. Ich bin durch den Felder hinter meinem Schwiegervater hergerannt und habe da einen angerufen und gesagt, keine Chance, es geht nicht. Die Schwiegermutter brüllend neben mir, hat auch nicht gewusst, was machen. Mach's doch für mich, mach's doch für mich, ruft sie hinten an. Ich bin dann einfach mir als schlechte Ehefrau vorgekommen. So wird mir dann angeschaut, oder? Das sind zwei und sie motzt, oder? Beklagt sich. Und die anderen checken sie gar nicht. Auch mein Mann hat sehr fest Mühe gehabt, um die Situation, soll ich sagen, akzeptieren. Um seinen Vater zu besuchen, um es dann wirklich in den Augen zu schauen und zu sagen, es ist ja so. Oder? Und in der ganzen Zeit, wo der Vater nicht mehr daheim wohnt, hat sie eigentlich natürlich, was sie sich erhofft hat an dem Ganzen, ist, dass sie auch wieder selber für sich etwas machen kann und hat das einfach nicht übers Herz gebracht, weil sie einfach das Gefühl hatte, ich darf das nicht, weil er darf auch nicht. Dass ich keine Geduld habe mit ihm, dass ich relativ unfreundlich geworden bin, das hat mir persönlich schon Gefühle gemacht. Genau. Claudia Knöpfel, offenbar ist so eine Einweisung in ein Pflegeheim für ganz viele Angehörige mit Schuldgefühl verbunden. Die Geschichte, die wir jetzt gehört haben, ist das der Regelfall oder eher die Ausnahme? Nein, ich erlebe das wirklich sehr, sehr häufig. Und auch so die Schuld über die Abzuweisen, das Versprechen nicht einhalten, dass man bis zum Schluss füreinander da ist. Und auch die Schuld, dass man überfordert ist, dass sich das eingesteht.
Und ins Heim, das ist für häufig ein rotes Tuch. Also bis zu dem Moment, dass man eigentlich fast zu lang wartet, kann man das sagen wegen dem? Die Angehörigen, die melden sich häufig erst, wenn es wirklich fast nicht mehr geht. Ja. Sie möchten das beste Wissen und Gewissen umsetzen und kommen aber immer wieder an Grenzen. Und kommen dort auch ganz viele gut gemeinte Tipps über vor und um, wo ja die Leute häufig das Gefühl haben, sie wissen, wie es laufen und gehen soll. Und das sind häufig Leute, die wenig wissen, was wirklich diesen Wohnungen abgeht. Wie ist es denn? Also gerade auch, wenn man mit jemandem vielleicht zusammen ist, der selber gar keine Einsicht hat, dass er oder sie krank ist. Also bei einer Demenz ist das sehr häufig so. Ja. Wie geht man mit dem um? Weil man kann ja mit dem anderen eigentlich nicht mehr darüber diskutieren, was ist jetzt für dich selber die beste Option? Und da ist also die Schwierigkeit, dass sie selber keine Einsicht haben. Sie haben ja überhaupt kein Problem, sondern nur das Umfeld hat das Problem. Und dann auch die Angehörigen, die auch ermuntern, dass wirklich mit jemandem reden, mit jemandem Außenstehendem. Das ist dann der Gewinn, dass die dann emotional weniger betroffen sind, dass sie es sachlich benennen können und dass die auch mal eine Einschätzung machen. Es gibt einen Satz, den viele Angehörige dann sagen, aber es weiss doch niemand so gut, was ihm oder ihr gut tut. Und es kennt sie oder ihn auch niemand so gut wie ich. Ich kann ihn doch nicht weggeben. Mhm. Was sagen Sie darauf? Das stimmt. Ich sage ihnen immer, das stimmt. Sie sind die Experten in Bezug auf Person. Sie kennen ihren Mann oder ihre Frau am allerbesten oder die Mutter oder den Vater, je nachdem. Und dann sage ich wirklich, die Institutionen sind Pflegende, Betreuende da. Die sind die Experten in Bezug auf Pflege. Und da kann man miteinander zusammenarbeiten. Sie sind ganz ein wichtiger Teil, dass man sie mit ins Boot nimmt, dass sie sagen, was ist richtig und was ist schwierig für die Person. Und die Pflege dann wirklich auch von den Profis übernommen werden. Wenn der Schritt dann einmal gemacht ist, dass man halt nicht mehr zuhause lebt, sondern im Pflegezentrum, wird das als erleichternd erlebt? Mhm. Je nachdem schon. Und dann kommt dann das Schuldgefühl, dass es jetzt erleichternd erlebt wird. Ah. Dann kommen sogar Schuldgefühle, ich gehe jetzt wieder schwimmen, aber eigentlich ist es ja hässlich, dass ich mich jetzt freue, dass ich wieder schwimmen kann. Oder sich freut, dass man wieder mal eine Nacht durchschlafen kann. Also da kommen die Schuldgefühle, dass es ihnen jetzt besser geht. Sie haben es viel fast nicht verdient. Das ist auch ein Lernprozess, dass sie sich wieder freuen dürfen. Das schaue ich mit den Leuten auch an. Ich bespreche es auch mit ihnen. Dass auch mit Freude, mit leichteren Gefühlen auf Besuch gehen. Danke vielmals, Claudia Knöpfel. Und dass es Leute gibt, die sich am Anfang auch schwer tun mit dem Übertritt von zuhause in ein Alters- und Pflegezentrum, aber dafür nachher noch mal richtig durchstartet und aufblüht, das sehen wir jetzt. Heidi Isler, die Frau, die mit dem Scooter allen ein um die Nase fährt. Ja, fast. Fast. Und auch bei mir am Tisch sitzt Ueli Oswald. Ueli Oswald, sein Vater, der hat seinen eigenen Weg selber bestimmen. Und er hat sich entschieden, vor 11 Jahren mit Exit aus dem Leben zu scheiden. Ja, genau so. Mein Vater hat ein Leben gelebt, das er gewohnt war, zu entscheiden. Entscheidungen zu treffen, dass die auch gemacht würden. Er war Manager. Und das ist natürlich nahe zurückgegangen. Und dann im Alter von, er war 90, wo er auch die einen oder anderen Bretschen hatte. Und er das Gefühl hatte, und so hat er das immer formuliert, er sei jetzt lebenssatt. Also nicht müde, sondern satt. Das ist wie beim Essen irgendwie genug. Und jetzt soll es aufhören. Und da er sich gewöhnt war, er hat den Sinn nicht mehr gesehen davon. Nein, er hat eben, es ist satt gewesen. Also ich weiß nicht, wenn sie genug gegessen haben, ob sie dann noch weiter essen oder und so. Das ist so ein das Bild. Auf jeden Fall hat er dann entschieden, jetzt wäre es Zeit. Aber das ist auch nicht von heute auf morgen gewesen. Das ist natürlich auch ein längerer Entscheidungsprozess gewesen. Aus dem Wissen heraus, wie mein Vater sein Leben gelebt hat, ist mir relativ einfach gefallen, zu sagen, es ist seine Entscheidung und die wird wahrscheinlich unumstößlich sein, wenn er nicht den Weg mit der
Sterbehilfeorganisation würde suchen. Er war Offizier, er hatte immer noch eine Waffe daheim. Es gäbe Optionen, die er möglicherweise getroffen hätte, und die wären nicht schön gewesen. Wie viel hat denn der Entscheid von Ihrem Vater zu tun mit der möglichen Perspektive, dass er auch zum Beispiel irgendwann in ein Pflegeheim gekommen wäre? Also das hat schon eine grosse Rolle gespielt. Er war nicht jemand, der sich... also er hat vor allem Angst gehabt, wenn er nicht mehr entscheidungsfähig wäre, einen Hirnschlag hätte. Mhm. Die Leute müssten einfach... er würde vielleicht nur noch wahrnehmen, aber könnte nichts mehr dazu sagen. Das ist für ihn eine ganz schwere Vorstellung gewesen. Wenn Sie das so hören, Heidi Isler, was denken Sie? Ich bin so wie ich wollte gar mit der Exit. Alles ist alles angemeldet. Sie auch? Tipptopp, ja. Ich hatte eine Schwierigkeit mit den Kindern. Die haben das nicht kapiert. Und so. Aber ich habe einfach meinen Willen und gedacht, hört mal, ihr seid vielleicht später mal froh, wenn ihr nichts zahlen müsst. Das ist dann alles erledigt und so. Ich habe sogar dann für mich geschaut, einfach, dass es billigst kommt, dass meine Kinder nicht belastet sind damit. Und dann? Aber ich wäre gegangen. Und dann? Dann sind Sie nicht gegangen. Warum? Nein, eben, es ist dann der Druck der Kinder immer mehr gekommen und so und so. Und die Verantwortung von der als Mutter, gell, darfst du dem Kind das nicht antun. Das geht einfach nicht. Was ich einfach gelernt habe in dem ganzen Prozess und auch danach, man muss nicht erst dann, wenn man das will, anfangen, über den Tod und über das Sterben reden, sondern das soll schon bei Zeiten dazu kommen. Also auch mit eigenen Kindern, auch wenn die dann sagen, ja, das redest du dir jetzt nur nie, etc. Da müssen dann auch die Angehörigen vielleicht einen Teil auf ihre Kappe nehmen. Man soll den Wunsch ernst nehmen. Oder man soll darüber reden und nicht einfach wegwischen, wie wenn es Sterben nicht gäbe. Das ist eben schwierig dann. Also einfach mehr reden. Sie reden über das Geld und das Erben auch. Oder dann sollen die anderen auch mal berücksichtigen. Also auch zum Beispiel, dass man mit den Eltern auch darüber redet, wo willst du hin, wenn ihr... Ja, eben fragen, wo willst du ins Altersheim? Richtung Rhein oder Richtung Bodensee? Oder... Für das ist doch Diskussion da, aber das passiert nicht. Ja, weil natürlich alle Angst haben, weil man ja denkt, man will ja nicht, dass dann quasi die Mutter oder der Vater das Gefühl hat, man denke nur schon dran, um ihn abschieben, jetzt mal ganz herzlich. Ja, da muss man halt ein bisschen diplomatisch anbringen. Es ist schwierig, aber ich will das durchdrücken. Ja. Dass man mit der Familie redet, was passiert, wenn... Nicht wie ich, bin grimmt vor der Adrenalin geht. Ja. Von einem gesunden Leben einfach wegen einer Viertelstunde Sturz alles futsch. Und das möchte ich verhüten. Ja. Uli Oswald, was denken Sie, was ist das Wichtigste, um einen guten Lebensabend zu haben? Also, ich glaube, so wie das Heidi Isler zeigt, das ist wunderbar, oder? Dass man irgendwie, auch wenn man mal weit unten war, noch mal raufkommen kann. Und, ich denke, jede Biografie ist anders. Bei der einen ist es mehr möglich, bei der anderen. Wenn Sie mich fragen, was will ich, dann würde ich gerne mit dem Gefühl alt werden. Es war ein gutes Leben. Es war ein erfülltes Leben. Ich habe Sachen erlebt, die ich mir gewünscht habe, die ich mir auch eben erfüllen konnte. Und ich würde aber auch hoffen, dass ich nicht so Schmerzen habe, dass ich einfach jeden Tag denke, Herrgott, wann ist der Tag vorbei? Wann kann ich endlich gehen? Heidi Isler, ich glaube, etwas, was wir gelernt haben jetzt in dieser ganzen Sendung, ist, alt werden ist nichts für Feigling. Nein, gar nicht. Und es gibt jeden Tag wieder etwas Schönes, Neues. Und wenn du es nicht machst, dann weißt du, wie es gegangen ist. Man kann ja einfach den Löffel anfallen und das geht nicht. Es gibt Moment, wirklich. Ich habe das alles erlebt, aber heute, wo ich so ein schönes Zimmer habe, tolle Kinder und so, da wäre ich jetzt eine ganze feige Person, wenn ich das gemacht hätte. Ja. Und hätten Sie etwas verpasst, haben Sie das Gefühl? Ja, viel verpasst. Ich habe einen tollen Enkel, wo ich stolz sein kann, dass er alle Prüfungen besteht und so. Das ist irgendwie ein Zurückkommen für mich, dass ich durchgebissen habe und er kommt und sagt, los, Mami, ich habe halt ein bisschen gewinnt und darum geht es. So. Das sind dann für mich Wohltaten. Also ich hoffe, Sie können die Zuversicht und den Pfupf, den Sie haben, noch ganz lange so behalten. Ich hoffe es auch, ja. Danke vielmals. Also ich hätte nie gedacht, dass ich 84 werde. Und dann noch so? Und dann noch so. Auf dem TÜV. Heidi Isler, danke vielmals. Merci vielmals auch an Uli Oswald. Und merci vielmals Ihnen,
Das war es, Reporter Spezial, das ganze Leben von der ersten Stunde des Lebens, von der Geburt bis eben auch zu den letzten Stunden. Danke, dass Sie dabei waren. Alle Folgen finden Sie jetzt auch online. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Merci.